Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft Ragnar Mod 6 mit dem Krieger. Hallo Yogi. Hallo. Björn, ich So. crushe gerade Sachen. Schön. Marble kann ich nicht crushen. Also, wir brauchen Plan ist es, ein Storage zu Earth machen. Compacting Drawer. Wir brauchen dafür Pistons. Das heißt, wir brauchen 24 Pistons. Also brauche ich das Redstone. Ich brauche noch mehr Eisen. Ich muss Stone braten. Wie viel Stone brauchst du? Das ist einfach nur Holz, das sind einfach nur Cobbles, das sind dann 60. Mini Creeper. 12 mal 5. Süß. Also 60, quasi wir eins. sollten einen Stack da haben. Ich glaube, ein Stein oder ich habe auch einen Stack Cobble bei mir. Tue ich den gerade reinschmeißen und lasse den mal vor sich hindümpeln. Also wie So. gesagt, sollte aber auch eigentlich ein Block Stein da sein. Ja, ich weiß aber nicht wo. Ah, nehme den so lang. Okay. So, Das was ist. baust du jetzt? Compacting Drawer. Genau, ich mache jetzt Compacting Draw. Dann würde ich mich um einen Drawer Controller kümmern. Weil der müsste ja dann eigentlich, ne, die Sortierung machen, oder? Ja, wenn wir danach noch die ganzen Kabel verlegt haben. Ich finde es Die schade, dass werden ich bei auch dem noch nicht dazu einfach gehören. W drücken kann und wie bei dem Create-Sachen sehe, was da abgeht. Weil das, Wir brauchen ne? auf jeden Fall, brauche ich dann noch lauter Drawer. Drawer. Draw, 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 draw. Was für Tor hättest du denn gern? Ja gut, also ich meine, mir wären am liebsten die Dark Oak, weil das Nee, sind ich halt die, die ich meine, da drinnen möchtest du habe. einen Frame Compacting Drawer, einen Frame Drawer Controller, einen Frame Controller Slave? Ein 2x2 Drawer oder ein 1x2 Drawer oder? Wir brauchen sowohl den Slave als auch den Drawer Controller. Das heißt aber, wir brauchen vermutlich Darkwood. Richtig? Was für ein, nach welchem Slave guckst du denn gerade? Nee, aber also ich gucke nach gar keinem, aber wenn wir Darkwood-Dinge machen wollen. Also nicht den Framed Controller Slave, weil ich weiß nicht, was das ist. Nee, ich hätte den Drawer Controller. Den Drawer Controller Slave, Genau. genau. Nee, ich meine jetzt für die Drawer generell brauchen wir Holz in der entsprechenden Farbe, die wir haben wollen. Und wenn wir Darkwood haben wollen, brauchen wir Darkwood. Korrekt. Ja. Aber Und wir haben. die innen, die verbaut werden für den Drawer Controller, die sind egal. Okay, aber für die Truhe, die in die Mitte reinkommt, nehme ich mal an, brauchen wir. What the fuck geht denn ab hier? Ich versuche ganz kurz zu schlafen, damit es schnell Sonne wird. Okay. Die sterben vor sich hin. Ja, ich habe auch einen abgeballert, weil der hatte eine Maske auf. Habe ich direkt Angst bekommen. Okay, nee, dann machen wir hier mal den Trailer. Ich brauche Nether Quartz. Habe ich Nether Quartz? Sollten wir ja eigentlich haben. Natürlich haben wir Nether Quartz. Hello there, little man. Dieser kleine Goblin Trainer. Irgendwo. Ja, die Mandrill will ich eigentlich nicht nehmen. Das ist eigentlich ganz cooles Holz hier. Spruce. Wenn nicht, können wir auch kurz mal in den Wald gehen. Ich meine, Holzhacken ist ja jetzt schnell. Ein Diamanten brauche ich da. Ich gehe mal kurz in den Wald Ja. quälen. Ja, ich auch. Ich glaube, mein Ich Schwein meine, pfeift. also ich werde mir für die inneren, also für die richtigen Drawer musst du Dark Oak nehmen. Das ist richtig. Aber ich für den Drawer Controller kannst du auch Anderes nehmen. anderes nehmen, ja. Okay, hier ist ein Plague-Doktor.
Es ärgert mich so, dass wir nicht vorher gewusst haben, dass es die Excavate-Mod gibt. Ja, die macht definitiv Sinn. Die ist halt auch ultra eigentlich, um Ores abzubauen. Okay, wir haben hier oben trotzdem das Problem, dass die Bäume da so drin sind. Ja, das habe ich schon befürchtet, aber ne. Ich habe halt einfach mal super schnell einen Stack und ne. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ja. Da müssen wir halt auch sonst gucken, ob wir dann eine automatische Baumfarm aufbauen. Mit deinem Create-Kram. Ist die Frage, braucht man so viel Holz, ne? Ja, im Prinzip wäre es für. Also, ich würde dann halt noch versuchen, irgendwann mal auf. Das war jetzt selten dämlich. Auf Strom zu gehen. Damit es gibt wohl die Möglichkeit, dass wir eben Holz verbrennen und damit Strom erzeugen können. Dann wäre es natürlich gut, wenn wir die unendlichen Holzreserven quasi hätten. Ja, gut, das ist klar, ne? Meine Alternativversion wäre, auf Botania zu gehen. Immer unter der Voraussetzung, dass es in dem Modpack genauso ist wie in den anderen Modpacks mit Botania, die ich gespielt habe. So, jetzt könnte man nämlich auch mit den Mana Strom generieren. Mana-Strom. Du weg. Du weg. Oh, Controller. Du und noch ein Diamanten. Und du weg. Diamonds are God's best friend. Und du weg. So. Der alte Holzfarmer da oben. Ich bin ein Farmer. So, jetzt brauche ich was zu essen. Na, Papa, möchte der Junge. Papa. Ja, weil das dauernde Abbauen per Hand, das macht Hunger. Ja. So ist es. Oh, mich mal ich muss mir mal ein Sandwich machen hier. Haben wir die Culinary Station, da haben wir sie. So, was kann das Ding jetzt? Erstmal noch nichts. Okay. Also ich habe uns einen Drawer-Controller gebaut. Nice. Ich weiß nicht, wie man den bedient. Der muss verbunden sein mit Drawern. Achso, sonst kann er nichts kontrollen, sozusagen. Exakt. Ich hab ja einen Drawer, in dem ich noch bieren könnte. So macht er nichts. Und da brauchen wir noch dementsprechend die ganzen Kabelverbindungen und alles. Auch jeder Tor dann einen Controller oder ist das so ein Ding, was Nein, mal oben drauf ist? Der eine verbindet dann alle. Okay. Dann würde ich mal gucken, dass ich ein bisschen Darkwood Oak besorge, oder? Ja, hast du da hinten einen Baum und wir haben da auch ein paar Dinger drin. Ja, hier oder was? Nee. Hier doch. Ja, easy. Nein, so, richtige Taste drücken. Hey! Man braucht pro Teil einen Drawer. Okay. Ich habe gesagt, etwa 12 brauchen wir, gell? Oder ich habe zumindest mit 12 gerechnet. Das ging schneller als gedacht. Haben wir den ganzen Kram. Pistons, da brauchen wir
Cobblestones, das habe ich. Wir brauchen 24 Pistons. 24 Pistons. Habe ich das hier? Ich habe gerade ein paar Lags. Kann das sein, dass nicht, du gerade am... Weiß gar nicht, woran das... bist? Nein, nein, daran kann das nicht liegen. Tschüss, Kobold. Dann haben wir die jetzt. Twerk. Hat er sich gerade den Apfel gestealt? Der kleine Goblin. Jetzt mümmelt er den auch noch. Wie geil ist das denn? Warum kann ich jetzt nicht mehr? Doch, jetzt geht's wieder. Achso. Ich habe 1 gedrückt. Dann kann ich natürlich nicht wechseln, weil 1 ist ja die Taste fürs Schwert in dem Fall. Oh. Hey! Mein kleiner Goblin-Freund. Gut, ich brauche nochmal genauso viele. Ich würde dir hier in einer der Truhen ein bisschen Darkwood tun. In die zweite. Jawohl. Nochmal 9. Ich brauche noch Cobblestones. Okay, ich habe eine neue Profession gefunden. Holzfarm. Hast du quasi Cobblestone in deinem Inventar? Im Einfachen nicht immer weiter. Ich hätte 18 im Angebot. Würde ich nehmen. Besser als nichts, ne? Hier. Aufpassen, dass der Trader die nicht wegsnackt. Der ist hier. Danke. Ein kleiner Snackerino. Guck mal, da könnten wir uns ein paar Pistons. Sachen ertraden. Wir haben 3, wir brauchen noch 9. Das heißt, das sind genau die hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Ihr habt eine Bottle of Enchanting. Käuflich erworben hier. Unserem kleinen Goblin-Dealer. So, aber anstrengend genug, können wir erstmal Brot essen. So. Okay, dann haben wir jetzt die Compacting Drawer für das gesamte Metall. Willst du, denkst du dann eher an so rein so oder eher so? Ich würde tatsächlich eher rein so machen. Aus dem einfachen Grund, wenn wir sie so haben, müssen wir immer außen rum laufen. Und wenn wir die rein so haben, ist der Zugriff schneller in meinem Kopf zumindest. Dann haben wir 2 Abstand überall Minimum, oder? Da kommen die Drawer noch dran, ne? Das sind die Drawer. Achso. Oh, das wollte ich natürlich nicht machen. Gib mir mein Brot wieder. Sagen wir mal, wir machen auf 3 hoch. Ich bräuchte den Drawer bitte wieder. Ja, der will mein Brot. Wie kriege ich das Brot denn da wieder weg? Ah. Nick Trock. Da stand er eben, da habe ich ihn wieder hingestellt. So. Das wäre dann hier die Wand für Ohrs. Das ist der Controller. So, dann brauchen wir noch den Slave. Ich hole mal die Ohrs von drüben. Dass wir die da schon mal reinräumen und dann das Ding festketten können, dass nicht aus Versehen andere Sachen noch reinkommen. Ja, das man weiß gar nicht, wie sowas passieren sollte, aber ja. Am schlausten wäre es dann natürlich auch zu sagen, wir tun die Forge oder die Smeltery von hier darüber transportieren. Ins Haus rein, sozusagen. Ja. Wäre zumindest mal am schlausten, würde ich sagen. Nö,
Damit wir das halt alles da drinne haben quasi, dass wir alles an einem Ort haben und sagen können, okay, wir können das alles hier in dem Haus machen. Ich denke, am schlauesten ist es zu sagen, wir machen Eisen, also die Materialien, die wir am ehesten brauchen. Ja. So nicht. Was ist das denn? Block of Gold, Compressed Block of Gold. Nein, danke. Okay, müssen wir das eventuell so reinmachen? Ah, so müssen wir es reinmachen. Okay, got it. Unsere Kühe ein bisschen vermehren hier. Ja, was ich sagen wollte, dass wir im besten Falle dann sagen, die Materialien, die wir am häufigsten nehmen, machen wir auf Augenhöhe, oder? Ja, das ist durchaus eine gute Idee, glaube ich. Ja, die Hühnchen auch mal vermehren. Du wirst auch noch einiges an Kupfer brauchen, nehme ich an. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Ja, Eisengold. Ah, cool. Weißt du, du tust da oben jetzt im Prinzip den ganzen Block drauf. Ich will das auch mit irgendwas machen. Gibst du mir auch eins? Was du noch eins hast? Also du musst die Dings zuerst reinmachen, die Nuggets. Und dann okay, zuerst oder muss ich, also muss ich dann unten links auch hin? Ich glaube, das ist egal, wo du es reinmachst. Du tust es automatisch nach unten rechts. Ah ja, er macht es direkt richtig. Ja, aber wenn du halt mit was anderem anfängst, also wenn du jetzt mit einem Ingot anfängst oder mit einem Block, dann macht er andere Sachen. Aha. Kann ich dir mal geben. Hier, guck, hier kriegst du mal den ganzen anderen Kram. Wenn du jetzt mit dem Ingot anfängst, dann macht er... Exakt okay, das Gleiche. Da. Dann mach mal mit dem Block zuerst. Exakt das Gleiche. Dann ist es da vielleicht anders. Bei Gold war es so, dass er dann Compressed Gold noch gemacht hat. Und das war halt dann nervig quasi. Wie nehme ich das raus mit Steuerung, ne? Nee. Auf nur Rechtsklick. Nein, Shift rechts. Nein, ich meine eigentlich, dass es nicht mehr das ist. Achso, leere Hand wäre von Vorteil wahrscheinlich. Ja, musst leere Hand haben. Warum macht er das jetzt nicht? Ah, unten rechts muss ich hinklicken, okay. Das war Tintin, haben wir noch nicht drin, das heißt, ich kann es auch wieder reinsetzen. Ja, ich habe dir was gegeben, was wir noch nicht drin hatten, ja. Eventuell können wir auch einzelne... Tin oder? Ja, du hast da Tin. Ich habe auch noch Tin. Wenn du halt reinräumen willst, kannst du einfach nur Rechtsklick draufhalten und dann tut er automatisch alles einräumen, was du hast. Und Shift-Rechtsklick zeigt mir an, wie viel wir haben. Ja, mir schaut auch einfach nur beim Draufgucken an, aber ja. Ja, aber also, ne, ich kann sehen, 6 Blöcke und kann unten Upgrades auch reinmachen. Ja, du kannst Upgrades reinmachen, damit er mehr fasst. Okay. Also aktuell fährst du maximal 128 Stacks. Ach so, Stacks. Aber von dem größten dann, von Blöcken oder was? Ja. Ah ja, gut. Also da haben wir erstmal kein Problem mit. Und ich weiß nicht, ob wir Steel unbedingt hier drin. Ich denke, Lapis wäre noch nicht so blöd, hier drin zu haben. Vielleicht auch Redstone oder so. Aber das ist so im Prinzip. Und dann hier neben halt dann andere. Wir müssen halt in der Mitte immer einen freilassen, weil wir die Kabelverbindungen noch einziehen müssen. Ja, sieht doch aber ganz cool aus. Kann ja draußen stehen und Sachen beobachten. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen mit Offscreen dann beschäftigen, dass ich das richtig mache. Das wäre vielleicht auch mit Redstone nicht so blöd. Ushing. Ich kann nicht, wenn ich jetzt ein Table habe, beispielsweise mir irgendwie anzeigen lassen, was ich an diesem Table alles herstellen kann, oder? Okay, hier ist das, wenn du mal reinkommst.
Ich meine, ich komm noch mal rein. Ja. Guck mal hier in den Block, in den freien, in Redstone rein. Unten rechts. Ah! Dann macht er nämlich die nächsthöhere eben. Das ist das, was ich nicht wollte. Ja. Deswegen, also hier dann zuerst das, den Dust reinmachen, damit das dann geht. Oh, interessant. Interessant, diese moderne Technik. Kein. Da brauchen wir halt noch ein paar mehr von den Drawern und so und vielleicht Kisten, dass wir auch noch mit irgendwie reinbauen, dass das eben dann einigermaßen geordnetes Lager ist und man hier sich dann noch zurechtfindet. Ja, macht Sinn. Sonst haben wir nur wieder einen großen Haufen Chaos. Eben, und dann haben wir das endlich mal geregelt. Dasselbe auch hier mit den ganzen Netherrack, also die ganzen Sachen, die wir dann häufig haben, im besten Fall in die Drawer, weil die mehr fassen. Also rein theoretisch auch so ein Ding für Cobblestone, eins für Dirt. Ja, also Dirt und Cobblestone haben wir hier. Ja, aber halt, ne, noch nicht am Großen angeschlossen sozusagen. Ja, angeschlossen ist noch gar nichts, das muss dann mal... Ich weiß, aber ne, du weißt doch, was ich meine. So, da werde ich mich mal beschäftigen, wie das dann genau geht. Ja, aber das wird nicht mehr diese Folge passieren, weil diese Folge ist vorbei, Freunde. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.